Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Im letzten Mal, wenn wir dieses Spiel begonnen sind, anscheinend in Land Holodrum gelandet, wenn ich mich nicht irre. Und ja, wir sind jetzt hier direkt vor dem Makubaum. Das sieht eigentlich genauso aus, wie ich mich mir vorgestellt habe. Bam! Aufwachen! Ja, wer ist da? Hast du mich geweckt? Wer bist du? Was? Den wurde entführt, während ich schlief. Das kann nicht sein. Kein Tempel der Jahreszeiten weit und breit? Ha! Wie furchtbar! Das Orakel zu behüten ist meine Pflicht. Ich habe nur kurz geschlafen. Ach, wie verwelkt ich bin. Was muss getan werden, Spike? Das Chaos der Jahreszeiten. Das Land ist der wichtigsten Essenz der Natur beraubt. Und meine Mächte schwinden dahin. Kannst du die nach meiner Stadt retten, bitte? Dies ist die einzige Bitte, die je vom Makubaum gestellt wurde. Naja, bis auf damals, wo ich gebeten habe, dass ich vielleicht ein bisschen gedüngt werde. Ich wittere das Böse am Nordgipfel, wo der Tempel der Jahreszeiten lag. Onox hat den Nordgipfel in einen Schatten gehüllt. Ich vermute, du findest ihn dort. Du brauchst die 8 Essenzen der Natur, die in ganz Holodrum ruhen. Diese 8 zu sammeln ist unsere einzige Hoffnung. Die Essenzen besitzen heilige Naturkräfte, mit denen du den Schatten durchdringst und ihn retten kannst. Soll ich wiederholen? Nö. Nimm diesen Schlüssel, geh zur Riesenwurzel nahe des Sees im Norden. Die erste Essenz wird dort sein. Doch erwarte einigen Widerstand. Sei vorsichtig. Ich werde nur ruhen, bis mir schwindet. Ich gehe mal schlafen. Gute Nacht. Ein knorriger Schlüssel. Schön. Somit haben wir schon den Schlüssel für den ersten Dungeon. Okay. Das geht ja relativ fix. Ich weiß gar nicht, ob das in Ages auch so war. Wer bist denn du? Es ist so dunkel hier. Man kann kaum was lesen. Was laberst du? Es ist übelst hell. Ich brauche Erleuchtung. Es ist übelst hell bei dir. Leichte Schläge auf dem Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Okay, Dr. Wright. Das sieht aus wie Dr. Wright. So. Hier kann ich... Nö, mit dir kann ich auch nichts machen, oder? Naja. Ungudi. Okay, wir sollen also nach Norden. Das Problem ist, will ich nach Norden zum Dungeon, weil ich habe halt keinen Schild. Und das will mir nicht ganz so gefallen. Aber vielleicht bekomme ich ja noch ein Schild. Kann ja auch sein. Hi, willst du mir ein Schild geben? Knorrige Wurzel? Na, geh einfach geradeaus weiter. Ich bin sicher, dort habe ich eine gesehen. Wandle mit Vorsicht. Wie, kein Schild? Alles muss man hier selber machen. Jetzt muss ich mir sogar selber ein Schild besorgen, meine Herren. Was ist denn das für ein Leben? Jetzt muss ich es mir auch noch selbst besorgen. Das ging schnell. Ja, das ging sehr schnell. Okay. Ich sag schon nichts mehr. Level 1, Knorrwurzelhöhle. Ja, zweiter Part, wir sind im ersten Dungeon. Okay. Das ging fix. Okay, kann man hier irgendwo weiter? Ich muss hier irgendwas verschieben. Ja. Rechts vor links. Ah, das sieht doch gut aus. Hier, schau mal, ein paar Leute umkloppeln. Sehr schön. Ah, da ist ja noch einer. Ein Schlüssel, okay. Weiter kann ich noch nicht. Dann gehen wir hier mal nach oben. Oh, hi. Bringe Licht zu den Fackeln. Okay. Aber ich habe kein Licht. Das ist mir doch egal. Nimm eine Taschenlampe, du Pisser. Okay, dann sperren wir hier mal auf. Hey, du, komm mal her.
Ich brauch dich mal, danke. Komm mal her, ich brauch dich, danke. So, nochmal einen Schlüssel. Oder eine Taschenlampe. Eine Karte, ja, eine Karte ist auch gut. Wie sehen die Karten im Spiel aus? Sehr gut. Okay. Ich mag die Musik. Ey! Okay, sehr schön. Also ich bekomme hier definitiv irgendwas, womit ich Licht machen kann. Und ich vermute schon sehr stark, dass ich weiß, was es ist. Wenn ich einfach mal von Ages ausgehe. So, du geh mal weg da. Uah. Auch du gehst weg. Sehr gut. Hier kann ich noch weiter. Ich könnte jetzt nach... Ich gehe zuerst mal nach links. Sicherlich, wenn ich den hier verschiebe, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. So. Okay, hier ist eine Kiste. Wie komme ich da hin? Einmal so. So. Und dann habe ich es verkackt. Oder? Nein! Sehr schön. Ah, ja. Ein gascher Kern. Okay. Ist irgendwie das Standard-Item bei den Zelda-Teilen. Sollte vielleicht mal ein bisschen besser aufpassen. Ich habe nur noch 1,5 Herzen. Okay, hier kann man die Weichen umstellen. Und der Kompass. Das vermisse ich an Link to the Past. Link's Awakening. Da war das immer so, wenn man in den Raum gekommen ist, wo ein Item war und man den Kompass hat, dann kam da immer so ein Geräusch. Düpp, 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 düpp. Das war voll cool. Und was noch besser war, das war sowieso das Beste. Ach, das kommt hier auch. Düpp, 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 düpp. Ach, ich liebe dieses Geräusch. Das war so cool. Aber was noch cooler war an Link's Awakening. Oh. Okay, danke. Bomben? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ja, sehr cool, habe ich nicht so gegen. Mit Bomben habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Das Problem ist, ich wollte irgendwas sagen und habe aber schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das liegt jetzt einfach an den Bomben, weil die Bomben... Ach ja, genau, Link's Awakening. Und zwar, wenn man da den Kompass bekommen hat, das war immer das Coole daran, dann kam ja nicht nur dieses düpp, 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 sondern bei der Beschreibung kam dann immer so in fett Großbuchstaben, neu, neu, neu! Neue Funktion, jetzt akustisches Signal. Voll cool. Das habe ich immer geliebt. Neu, neu, neu! Okay. Kann ich hier sonst noch was machen? Eigentlich ja nicht. Okay, was soll ich dann jetzt mit den Bomben? Ich kann doch damit... Nee. Gibt es hier zwei Dungeon-Items? Es kann dann gut sein, dass es in dem Dungeon vielleicht zwei Dungeon-Items gibt. Und zwar nicht nur die Bomben... Sondern auch ein anderes Item. Oh, geh mal weg da. Hier komme ich auch nicht weiter. Ich brauche etwas, um Feuer zu machen. Gehen wir mal nochmal zu dem Opa. Bringe Licht zu den Fackeln! So? Nö. Okay. Ich muss irgendwas übersehen haben. Schauen wir doch mal. Irgendwas muss ich übersehen haben. Das haben wir ja gleich. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Gang übersehen. Okay, nach oben und dann links. Ah, kann ich nicht? Na, geh weg.
Sehr gut. Hier kann ich auch... Nee. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Laut Karte habe ich aber alles. Okay. Es fängt ja schon mal gut an. Würde ich jetzt mal meinen. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Das fängt ja sehr gut an, ich weiß jetzt schon nicht, was ich machen soll. Aber schauen wir uns einfach nochmal in aller Seelenruhe um. Ich glaube, ich bin hier nicht lang. Ah! Da haben wir doch was. Da, das habe ich übersehen. Haben wir noch was hier, was ich übersehen habe. Sag ich doch. Geil. Okay. Ach, der schon wieder. Komm her. Sehr gut. Ja, da ist ja noch einer. Es sind ja überall solche Teile. Ja, da ist ja noch einer. Ich habe einen Schlüssel. Sehr gut. Oh. Du gelangst keinen Schritt weiter. Oh, das ist alles. Einfach nur ein paar Leute, die aufs Maul wollen. Komm her. Komm her, Muku. Hör auf. Muku, komm! Alter, krieg ich von euch den Boomerang oder was? Nein! Ah, ich kapier schon. Sagte er und krepiert. Au, oh boy, das kann was werden. Au, oh boy! Das kann was werden. Das Let's Play. Wenn ich im ersten Dungeon sterbe. Oh, das ist peinlich. Das ist ja richtig peinlich. Wenn man da bedenkt, dass es Leute gibt, die spielen das Spiel in einem 3-Herz-Run. Durch, ich dachte, ich springe mitten in den Bumerang. Es gibt Leute, die spielen das Spiel mit einem 3-Herz-Run. Kann ich jetzt nicht einfach auch... Nee, kann ich nicht, da war ja dann eine Wand, genau. Ja, Leute spielen es in 3-Herz-Run und ich sterbe im ersten Dungeon. Ich würde mal sagen, okay. Kann man mal machen. So, jetzt einfach schnell wieder zurück. Alter, ich bin beim Zwischenboss gestorben. Wie peinlich. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich nochmal. Das wäre noch peinlicher. So. Aber diesmal falle ich nicht auf euch alle rein. Ja. Hast du gedacht, gell? Yeah. Diesmal falle ich auf keinen von euch rein. Komm her. Hey. Sehr gut. Zack. Achso, du gehst nur bis dahin. So. Uah, okay, ich bin auf einen reingefallen. Aber ich habe immer noch volle Herzen. Wir wollen jetzt Beef. Wir wollen Ärger. Wir wollen Ärger. Oh, du hast voll auf mich abgesehen. Kannst du nicht auch mal den Blauen gehen? Du Rassist, du gehst nur auf eine Farbe. Oh, ich muss nur einen von beiden besiegen. Noch peinlicher, dass ich da gestorben bin. Okay, das... Ganz vorsichtig. Ja. Ja, da ist wieder was. Ich will nur schauen, ob hier noch irgendwo was ist. Nein. Wo kann man denn hier... Na, irgendwo muss man doch aufmachen können. Nein. Sag mal. Ja. Kann man da nirgendwo aufmachen? Ah, okay, ich bekomme das, was ich dachte. Das ist der Saatbeutel. Sehr gut. Genau das habe ich mir gedacht.
Du hältst den Saatbeutel, er enthält bereits 20 Glutkerne, geil. Ah, ist genau das, was ich gemeint habe. Ist auch sehr gut, dass wir den haben, weil damit können wir Büsche anzünden. Und das bedeutet wiederum, dass wir an das Herzteil kommen, das wir schon gesehen haben. Zack, yeah. Okay. Oh, hier ist der. Warum ist der Punkt hier? Der ist doch sonst immer am Anfang vom Dungeon. Und nicht einfach mittendrin. Ich meine, Anfang und mittendrin, das ist jetzt weit hergeholt im ersten Dungeon. Der noch nicht so groß ist und ich habe vergessen hier, dass ich... Zack, genau. Okay. Sehr gut. Ah, hier gibt es einen Schlüssel wahrscheinlich. Aua. Ah, Bomben. Sehr schön. Oh, der Master Key. Sehr schön. Jetzt schon den Master Key. Das bedeutet, wir haben eigentlich den ersten Dungeon so gut wie abgeschlossen. Aber gut, das ist halt der... Es ist der erste Dungeon. Okay. Sehr gut. So, gehen wir mal hoch zu dem alten Opa, der gemeint hat, ey, bring Licht zu den Fackeln. Da, guck mal. Gefällt dir das? So? Ja. Davor? Ja. Wahrscheinlich meint er damit einfach nur, dass wir Fackeln anzünden sollen. Und nicht die Fackeln. Sehen wir ja gleich. Was heißt, die sehen wir gleich? Wissen wir. Einfach mal hier anzünden. Komm schon. Ja. Ui. Nein, nicht du. Nicht die, die im ersten Dungeon. Wie gemein ist das? Igitt. Nein. Das sind so Grabschände. Die sind schlimmer als ich, wenn ich bei meiner Frau bin. Geh weg. Nur ich darf grapschen. Ja, auf jeden Fall. Alter, ich hasse diese Teile. Geh weg! Geh weg, Grapschi! Ich nenne euch jetzt Grapschi! Weißt du, es war ein Wirbelhieb. Das war so eine Wirbelattacke. Und der bricht die einfach ab. Ich hasse diese Teile. Warum existieren die? Warum sind die da? Die bringen ihn zum Anfang des Dungeons wieder zurück. You don't say! Das haben wir ja gerade eben gesehen. Aber wir haben ja schon gesehen, dass da vorne dann der Endboss schon ist. Jetzt bin ich mal auf den Boss gespannt. Wie gesagt, das Spiel ist ja blind. Ich habe keine Ahnung. Der spawnt da direkt in mir, der Wichser. Hi! Dich kenne ich doch aus dem ersten Zelda, oder? Im ersten Zelda war auch so ein Dino. Das war genauso. Oh. Süß. Genau so einen gab es im ersten Zelda. Der war süß. Darf ich ihn behalten? Sehr gut, Herzcontainer. Erstes Zelda. Oh, meine Freunde, ich freue mich schon drauf, wenn ich das mit euch jetzt spielen werde. Das wird schön. So, hier gibt es also auch Essenzen, ne? Du erhältst Mutter Erde, eine Essenz der Natur. Diese Muttererde nährt die Saat, die auf die Felder gestreut wird. Yeah! Die erste Essenz! Oh yeah! Ich bin's, der Makubaum. Mir ist etwas Muttererde zugute gekommen. Ich fühle mich schon gestärkt. Oh, in meinen Träumen sah ich den Tempel der Jahreszeiten inmitten eines eigenartigen Landes. Dort bemerkte ich ein wertvolles Objekt, das dir, Spike, eine Hilfe sein wird. Mehr sehe ich zurzeit nicht. Meine Brille ist noch beim Optiker. Okay, ein merkwürdiges Land? Oh nein. Oh nein. Nein! Nein, nicht du! Komm her!
Oh, wo du hinläufst, eine bescheuerte Water. Eine leere große Hexe Syrup zusammengeprallt. Ah, und sag dir, ist der ganze Kram. Halt dein Maul und gib mir das Herz noch. Oh, ich werde ausrasten. Lololei. Und nun das. Oh, ich werde mir einfach dein Zeug schnappen. Mein Findelo. Ah. Geil. Schneller, schneller, schneller. Ist ja verdammt, sie hat den. Sie hat den Ring bekommen. Komm her. Yeah. Das war effektiv. Das hat sich doch definitiv mal gelohnt. Wir haben einen Herzteil bekommen. Sehr schön. Leider nicht, leider keinen Ring. Ich schätze mal, das war unser Ring, oder? Wie wechselt man da? Ach so. Nein, es war nicht unser Ring. Es war tatsächlich ihr Ring. Schön. Hi. Mein Vater Talon wollte auf dem Federberg. Daher kümmere ich mich um die Hennen. Dabei kenne ich mich gar nicht aus. Ups. Ich wollte deine Hühner nicht verbrennen. Ach, schon okay. Die sind das gewohnt. Ist doch eh deren Schicksal. Ja, das stimmt auch wieder. So, das wird wahrscheinlich noch sehr oft passieren, dass ich in diesem Spiel aus Versehen irgendein Item benutze. Aber ich glaube, ich weiß schon, auf was es hier rausläuft in dem Spiel. Weil, naja, Oracle of Seasons, ich kann dann wahrscheinlich die Jahreszeiten ändern und dann wird wahrscheinlich entweder mal Schnee sein, dann werden irgendwelche Gewässer zugefroren sein. Aha, ich sehe schon, auf was das rausläuft. Kann ich hier irgendwas machen? Nicht? Okay. Einen Kern brauche ich dringend noch. Und zwar hierfür. Ja. Oh yeah, du hast dein Herzteil. Geil, 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 geil. So, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Das ist jetzt eine gute Frage. Hey. So rede ich ja mit dir. Tempel Jahreszeiten, Spike. Wertvolles Objekt. Hilfe für dich. Okay. Ich muss also zum Tempel der Jahreszeiten. Okay. Der in einem fernen Land ist. Okay. Und ich komme hier nicht weiter. Warte, junge Reisender. Ich bin Sokra, ein wandernder Prophet. Ah, ich spüre es, ich spüre es. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ja, die vier Geister rufen nach dir. Erlaubt dir keinen Fehler. Der Tempel der Jahreszeiten ist immer noch in dieser Welt. Solltest du den Tempel finden, dann such dort die dort lebenden Geister auf. Sie können dir helfen. Glückliche Reise. Tschüss. Okay. So, als erstes mal hier einen Ring schätzen. Schätzen. So. Ein Gärtnerring. Naja, ist besser als nichts. Ja, ja, Ringe sind unwirksam, deswegen will ich jetzt auch... Was kann ich für dich tun? Liste. Nee. Da. Sehr gut. Okay, dann tragen wir den Ring mal. Und ich schätze mal, hier kann ich... keine Glutkerne holen. Scheiße. Glutkerne, danke. Oh, das wäre jetzt kritisch gewesen. Wenn ich da jetzt keine Glutkerne bekommen hätte. Und sonst bekomme ich hier keine mehr? Okay, ich hatte gerade einfach nur Glück. Immer ein bisschen Geld, aber nö, sonst nichts. Okay, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal werden wir uns auf dem Weg zum Tempel der Jahreszeit machen. Weltkarte, ich schätze mal... Wir machen jetzt mal ein Ratespiel. Wo ist der Tempel der Jahreszeiten? Ratespiel. Also, der soll ja hier irgendwo wahrscheinlich dann sein. Irgendwo hier in diesem Bereich. Ich nehme mal an, dass er nicht allzu weit oben sein wird, weil der irgendwie was Wichtiges ist. Deswegen sag ich mal hier so. Auf der Höhe von den beiden Feldern.
irgendwo hier, schätze ich jetzt einfach mal, würde er sein. Ist einfach mal ein kleines Ratespiel. Sehen wir dann beim nächsten Mal, ob der da auch wirklich ist. Also gut, Leute, das war dann Let's Play, der Legend of Zelda Oracle of Seasons für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.